Gut Leute, dann schauen wir mal. Erstmal herzlich willkommen an alle, die zuschauen, nochmal an der Stelle. Und was haben wir denn jetzt hier Feines? Wir haben einen Nevsky, Alexander Nevsky, alleine gespielt, ohne Divi, ohne alles. Nevsky ist natürlich auch immer sehr geil, wenn man jemanden hat, der einen smoked. Also nicht so doll darauf angewiesen wie, ich würde mal sagen, eine Wooster heutzutage und auch schon längst nicht so doll angewiesen wie eine Desmo. Die man natürlich auch ohne Smoke spielen kann, genauso wie die Nevsky auch. Aber wenn man jemanden hat, einen Zerstörer, der einen Smoke, dann ist das natürlich das Schiff nochmal deutlich besser. Wir sind relativ weich, haben dafür ein gutes 12-Kilometer-Radar, machen viel DPM, sowohl mit High als auch mit AP. Ist eigentlich beides sehr, sehr gut auf dem Schiff. Vor allem die High ist natürlich... Also die High ist eigentlich das, was wir größtenteils schießen, AP, wenn dann auf Breitseite von irgendwelchen Kreuzern. Und die Runde fängt an, wir sind erstmal schon mal die ersten 5 Sekunden AFK, Leute. So läuft's. So läuft's. Schon gelesen, mein Lieber. Schaue ich mir dann an, ja? Schaue ich mir dann an. Ansonsten, was haben wir denn hier? Bergkette, Mountain Range. 2501, Balao, doppelt, Kleber. Ansonsten auch relativ viel Overmatch, Leute. Montana Overmatch, Ohio Overmatch, Kurfürst glaube ich nicht, je nachdem wie er geskillt ist, aber wahrscheinlich nicht Overmatch. Mecklenburg, okay, Mecklenburg auch nicht, Schlieffen Overmatch. Aber die Overmatchen nicht so krass, also die Overmatchen schon... Aber nicht so krass. Ist in Ordnung für uns. Also ist jetzt wenigstens keine, wenn ich jetzt hier sehe, Vermont fährt jetzt hier unter uns. Das wäre natürlich noch mieser, wenn die im Gegnerteam wäre. Aber da muss man immer ein bisschen gucken, was man so als Gegner hat. Ansonsten, das ist natürlich sehr, sehr stark. Wir haben hier, wie nennt es sich denn noch? Mit den Buffs. Der Spielmodus mit den Buffs, Leute. Wettrüsten. Ja, Wettrüsten, genau. Herzlichen Dank. Ich hätte auch einfach nachgucken müssen, aber ich wusste es nicht mehr. Wettrüsten, ja, ein Wettrüsten-Game. Und Wettrüsten ist natürlich von daher sehr, sehr gut, weil Wettrüsten bedeutet, Gegner kriegen wahrscheinlich einen besseren Heal. Oder bessere Heals im Allgemeinen. Ah, das gefällt mir erstmal schon mal sehr gut. Arbeitet hier, also sehe ich schon am Aim und am wie er mit dem freien Umsehen arbeitet. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Ihr seht das hier, da wird viel mit diesem, also mit Rechtsklick gearbeitet, dass man frei quasi schaut, wo Gegner sind und wo nicht, dass man Schüsse auch anfliegen sieht, dass man da dann natürlich auch dodgen kann. Ja, und ihr habt natürlich recht, das Overmatch beides, aber ein GK ist natürlich längst nicht so gefährlich wie eine Montana, weil ein Kurfürst trifft nichts. Also Overmatchen tun die beide potenziell schon, aber trifft halt nichts, ne? Und Kleber ist auf 12,4 Kilometer und wir entscheiden uns nicht für die Kleber. Würde ich jetzt gerne Shots eigentlich auf die Kleber gesehen. Ich weiß, der ist schwierig zu treffen. Mit Speedbus und mit allem, aber ich meine, wenn nicht wir als Nevsky, wer dann, ne? Will hier sicherlich den Permabrand haben auf den Kurfürsten, kann ich auch verstehen. Ja. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Müsste mit Range Mod gespielt sein. Bin mir nicht 100% sicher, aber das sieht mir nach Range Mod aus. 22,1 Kilometer glaube ich nicht, dass das Ding Stock hat. Also ich glaube, mich zu erinnern, dass das Ding irgendwas um die 19 irgendwas hatte, die Nevsky, aber 22,1 glaube ich nicht. Können wir gleich mal nachgucken, aber
Glaube ich nicht. Ja, Kleber wieder. Rausdrehen. Ah, wir treffen den aber nicht. Nevsky ist natürlich von daher auch extrem stark, Leute, weil wir sind nicht nur ein Cruiser, der gut DPM hat und dazu halt auch die Möglichkeit hat, gut Schaden zu machen über die, ne, über die DPM, sowohl mit HE als auch mit AP. Ne, wir haben auch noch einen Raider dazu und das ist das Wichtige, wir haben gute Shell-Arcs. Es gibt ja Schiffe, die gut DPM machen, die gibt es mittlerweile wie Sand am Meer, aber ohne gute Shell-Arcs könnt ihr vergessen, dass ihr DDs bestrafen könnt jenseits der 10 Kilometer. Ja? Versucht das mal mit einer Wooster, irgendeinen DD zu treffen, der 10 Kilometer von euch entfernt ist. Und wenn ein DD 10 Kilometer an euch dran ist, muss der eigentlich tot sein. Ja? Mit der Wooster ist das schon ein großes Hindernis. Und das klappt mit der Nevsky sehr, sehr gut. Ihr seht das hier selber, die Arcs sind sehr, sehr flach. Die Shells als solches sind sehr, sehr schnell. Wir haben auch 1000 Meter pro Sekunde. Und das ist sehr gut, ja. Hier jetzt vom Kurfürsten eine Zita gekriegt. Bisher nicht ganz darauf geachtet, dass der Kurfürst hier an der Insel vorbei rausgekommen ist. Und wir standen natürlich Broadside und dann hat es eine Zita gegeben. Ja. Schade, aber... Ja. Ansonsten ist das eigentlich ein bisschen traurig, Leute. Weil, ne, also... Können wir mal ganz kurz einen Recap machen. U2501 ist krepiert. Und die Petro, glaube ich, auf der anderen Seite. Und ansonsten ist unsere Flank hier eigentlich durch. Also das war's. Das war's, Leute. Das war's. Hat sich erledigt. Ja. Das eine U-Boot und dann haben wir jetzt hier noch hinten eine Hindenburg da, hinten irgendwo und dann hier eine Vermont, die steht, ist die überhaupt losgefahren aus der Base? Eieiei. Tja, und wir fahren hier jetzt weg. Das ist auch prinzipiell richtig. Ich habe selber gesehen, was wir jetzt hier schon für ein Damage gekriegt haben. Gut, ich meine, wir haben auch eine Zita gekriegt, das ist in Ordnung. Ich meine, dann kriegt man halt mal ein bisschen Damage, so ist es. Und dann passt das. Fahren jetzt hier natürlich weg. Kriegen das U-Boot wahrscheinlich nicht mehr auf. Schön, dass die Kleber hier gespottet wird. Ja, nach jedem Schuss arbeitet er mit freiem Umsehen. Also das mache ich selbst persönlich auch nicht. Ich mache es eigentlich nur, wenn ich wirklich erwarte, dass Gegner auf mich schießen. Weil hier beispielsweise, also wenn ich jetzt hier nach da hingucke, von da kann ja keiner schießen. Das ist ja, ne, also maximal von da hinten, von da kommen auch Shots. Aber prinzipiell ist das eine sehr, sehr schöne Sache. Das kann man sich gut angewöhnen, Leute. Das ist auch ein Tipp von mir. Also, falls ihr euch das angewöhnen wollt, macht das ruhig gerne. Ich arbeite nicht so sehr mit dem freien Umsehen. Ich arbeite dann immer mit dem reinzoomen, rauszoomen mit der Umschalttaste jeweils. Kannst du mit dem freien Umsehen prinzipiell auch machen, je nachdem. Damit sogar noch besser, wenn man dann sein Aim nicht verändern muss. Aber geht beides. Ufos würde ich jetzt hier gerne nochmal sehen irgendwo. Ja, da ist der GK. Genau. Ah, und wir switchen auch gleich wieder um. Ufos ist unser bester Freund hier die Runde. Finde ich voll in Ordnung. Wenn der Kurfürst da so, also was heißt so offensiv, das ist eigentlich mehr Fehler von unserem Team, dass wir hier so weit hinten stehen. An uns liegt das aber auch nicht. Das liegt daran, dass sich das U-Boot weggeschmissen hat und dann geht halt die ganze Map-Control flöten. Es ist halt gut, dass wir hier uns auf einen Target fokussieren und das ist der GK und dann passt das auch. Damage Con hätte ich mir hier gewünscht, den Brand müssen wir nicht unbedingt ticken lassen. Ist auch Quatsch hier den Brand durchticken zu lassen und dann auf den Heal zu gehen. Das ist ein Cruiser, da braucht man das nicht. Das kann man auf Schlachtschiffen machen, aber nicht unbedingt auf Cruisern. Was mir jetzt hier noch gefallen würde, ist, wenn er nicht nur aus dem freien Umsehen rausgehen würde, sondern halt auch so sich mal ein bisschen umschaut. Also halt auch mal Richtung, beispielsweise, welches Target könnte jetzt hier noch auf uns schießen, Leute? Er hier, klar, den sehen wir aber eh, weil wir auf ihn aimen, ne? Wer noch? Da hinten ist nur Ohio, die da gerade von der Bergkette rumfährt, ne? Wenn er da mal hingucken würde, was aus dem passiert, ob der noch fährt, ob der auf uns schießt oder nicht, das würde auch nochmal ein bisschen helfen. So,
Wir sind jetzt schon bei 120.000, Leute. Die Range steht ja Nevsky natürlich richtig gut in so einem Random Battle, ne? Ihr seht das selber, was man hier farmen kann mit der Nevsky, ist schon krass. Brände vor allem gehen da richtig gut. Kurfürst, da kriegen wir jetzt noch einen Brandstifter hier drauf. Den Vernichter, sorry. Passt. Passt dasselbe. Und das wäre alles so gar nicht möglich gewesen, wenn wir hier nicht die Range hätten. Wir sind jetzt bei 166.000, Leute. Ne? 166.000. Und da ist der Brandstifter. Na gut. Also erst der Vernichter, dann der Brandstifter. In Ordnung. Dann so rum. Das passt. Ist ja, muss ja auch mal sein, ne? Ist tatsächlich so, dass die Vermont jetzt ein kleines Stückchen dichter dran ist an der Ohio. Und die Hindenburg als wir. Das ist ja echt sagenumwogen. Damit ballert die Ohio auch mal auf die und nicht auf uns. Ist schon toll. Wir sind jetzt auch schon bei 36.000, aber ihr seht das ja. Wir heilen uns slowly, slowly. Das ist natürlich auch immer gut. Prinzipiell hier der Angle gefällt mir eigentlich auch nicht so. Wir sind eigentlich die ganze Zeit full broadside auf die Ohio, aber da der Typ auch nie zu uns schaut, ganz ehrlich. Und wenn er halt nie guckt, dann guckt er halt nie, ne? Kann man halt auch mal full broadside stehen. Wenn er nicht guckt, dann kann er auch nicht ballern. So, 212 Leute mit einer Leichtigkeit. Habt ihr das eigentlich gemerkt? Wir haben noch 8 Minuten 50 auf der Uhr. 212.000 Schaden, Leute. Ohio hier auch natürlich wieder, wenn ich die Ohio schon sehe, Leute. Er steht, fährt rückwärts. Ich meine, und dann hat er, der hat dann nicht mal, also, Nose in. Und dann hat er nicht mal Fire Prevention geskillt. Also, hey. Doppelbrand hier, Hauptfeuerstelle in der Mitte. Naja, ich meine, das ist halt ein Geschenk. Das sage ich halt. Jeder vernünftige Spieler, der sieht halt sowas und denkt sich, nice, danke, dass er keine Fire Prevention geskillt hat. Ja, braucht man ja nicht. Und farmt ihn halt runter, ne? Krass, die Runde ist hier wirklich bis jetzt zu 100% only HE. Also nur HE, Leute. Hier geht gar nichts mit AP. Das ist echt krass. Vielleicht sehen wir doch nochmal, dass er irgendwann mal AP schießt. Aber gut, auf eine Petro würde ich das auch nicht machen. Ich finde es tatsächlich nett, dass uns das U-Boot ein bisschen in Ruhe lässt. Bis jetzt zumindest. Wir sollten gucken, dass wir nicht zu weit nach außen fahren. Ich würde mir jetzt wünschen, dass er weiter nach links eindreht, die ganz auf die rechte Seite. Wir müssen nämlich Richtung A. Da ist eine Napoli, eine Yuyang und ein Kurfürst. Ja, richtig, aber A-Cap ist prinzipiell da. Und das sollten wir, so wie sich unser Team bis jetzt angestellt hat, auf jeden Fall denen nicht überlassen. Na. Ne? Beispielsweise deswegen. Napoli lässt sich torpen von der Kleber. Läuft. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Ja, immerhin steht noch die Yuyang im Cap. Denn das ist nämlich auf Messerschneide, Leute. Wenn man hier das Cap herschenkt im Arms Race, dauert das 1,5 Minuten, dann ist die Runde durch. Ja. Das tickt so schnell. Ja, schön. Müssen wir jetzt aufpassen. Es ist, dürfen wir wahrscheinlich nicht mit allen drei Guns schießen, nehme ich an. Also dazu sind die... Ja, ich sehe jetzt hier eher 40 Grad, ne? Seht ihr das? 40 Grad. 40 Grad heißt, Leute, bei den Pen-Angles der Petro, wenn wir uns da nicht angeln, hat er gesehen, was wir jetzt gerade schon für Schaden gekriegt haben, Leute? Haben wir den Damage gesehen? Ich weiß nicht genau, ob es schon eine Zita war, aber das war schon sehr, sehr viel Schaden. Oh, jetzt stehen wieder offen. Wieder Zitas, habt ihr gesehen? Wieder Zitas. Wir müssen ja anwinkeln. Da können wir nicht mit den Backguns schießen.
über die 30 Grad hinaus. Genau, jetzt sind wir bei 10, 15. Jetzt macht er uns auch keine Zitas mehr. Jetzt kann er ballern, wie er will. Und dann ist es gut. Haben wir leider ein bisschen spät begriffen. Haben wir viel Leben getradet dafür hier. Ja, sieht ansonsten gut aus. Der Kerl hat das irgendwie nicht so richtig hin... Der brennt ohne Ende. Leute, guckt euch das an. Wie viele Brände? Wie viele denn noch? AP wechseln, Torps raus. Raus die Dinger, raus. Ja, ja, ja. Und AP. AP, komm, AP. KI drin gehabt. Na egal. Braucht er nicht mehr. Hat er rausgetorbt, passt. Hat mir, der Push hier hat mir nicht zu 100% gut gefallen, aber trotzdem gut gespielt, ja. Will ich jetzt nichts anderes sagen. Den Angle, das weiß man hoffentlich in der Petro, dass die sehr, sehr gute AP hat und da natürlich Zitadellen macht auf die Entfernung. Das hätte man nicht machen müssen. Aber ansonsten, und dann natürlich auf AP umladen, wenn wir im Drive-By sind, das wäre auch wichtig gewesen. Ansonsten reicht es aber auch aus. Wir haben Torps, die Petro nicht und dann passt das. 323.000 Leute und die Petro, die hat gebrannt bis dahin. Junge, Leute. Also, der war nicht mehr Medium Rare, der war schon durch, Leute. Das war schon Schuhsohle. Das war, so doll hat der gefackelt. So, Sau. Jetzt haben wir keinen mehr im Cap, Gott sei Dank. Das U-Boot aber auch nicht. Unten die Kleber wieder. Please, you see the Kleber. Warte, ich will es euch zeigen, Leute. Ich kann es euch nicht zeigen. Da ist die Kleber. Habt ihr gesehen? Links. Guckt links auf die Kleber. Komm, die Kleber. Die Kleber gegen die Vermont. Komm. Kleber versus Vermont. Please. Yes, baby. Jetzt siehst du ihn. Sehr schön. 12 Kilometer. Jetzt haben wir auch langsam Zugriff auf die Kleber. Jetzt können wir ihn langsam gut treffen. Raider? Ah, dann nicht mehr. Hat der Raider gegen die Petro gepult? Stimmt, ne? Und dann was weg. Ach, ärgerlich. Ah, das ist ärgerlich. Schade. Sorry, he managed to YOLO me. Ja, sehe ich jetzt auch... Ich nett, dass er sich entschuldigt, aber das kann halt auch passieren mit einer Vermont. Also die Vermont ist halt... Nee, sagen wir andersrum. Die Kleber ist genau doppelt so schnell wie eine Vermont, ne? Also mit Speedboost sogar noch schneller. Also das ist okay, wenn man da gejolot wird. Das passiert irgendwann. Der geht halt auf und dann fährt er auf einen drauf zu und dann ist halt vorbei, ne? So, der hat jetzt hier auch schon wieder jede Menge Schaden oder jede Menge Strecke gut gemacht. Schön, dass wir hier noch drauf schießen. Fällt mir gut. Napoli haben wir rechts von uns. Ja, auf die Map guckt er noch nicht ganz. Noch nicht ganz zu 100%. Ne, jetzt hat er es mitgekriegt, dass da geschossen wurde. Jetzt hat er gerade mal so kurz geguckt. Ja, prinzipiell müssen wir uns natürlich angeln auf die Napoli, genau. Rechts, turn. Ja, genau, sieht er aber. Passt. Sehr schön. Ja, und genau vor der nächsten Salve richtig auch geturnt, so wie es sein soll. Damit wir da nicht noch Zitas kriegen. Ah, jetzt schießen wir AP. Nice. Finally. Und 10.000 Leute. Er kriegt auch wieder Torps. Oh. Die Napoli kriegt auch wieder Torps. Ach, welch Pech, ey. Du wirst bekloppt. Wieder auf HE, ja, sehr schön. Ah, den hätten wir so schon rausgeballert. Schade. Ärgerlich. Jetzt hier weiter aufs U-Boot, Leute. Junge, wir machen. Junge, die rennen uns vor die Flinte, das ist Wahnsinn. Sind nur am Ballern die Runde. Ja, sie sind unsere letzte Hoffnung, finde ich in Ordnung. Zack, der nächste raus. Minute 34, also ich glaube, es hilft einem nur noch eine Sache und das ist Captain. Das schaffen wir aber nicht mehr in der Minute. Die Runde haben wir verloren, das schaffen wir nicht mehr. Ach, ist das ärgerlich. Schade.
Ich glaube, wir gehen hier sogar noch raus. Die Minute, die überstehen wir gar nicht mehr. Aber ihr seht, wenn auf die Nevsky geballert wird, Leute. Ich meine, Damage ist da. Aber ihr seht, sobald wir Feuer kriegen auf uns, schaut euch mal an, jetzt hier Permabrande, 2 Stück an der Stelle. Und dann ist es auch schon relativ schnell zickzack vorbei. Dann kommt nämlich auch Schaden und dann war es das auch. So, und jetzt schauen wir uns mal ein paar Endscreens an. Und zwar hier modifiziert, Leute. Also nicht, dass ihr euch fragt, warum das hier so aussieht. Hier mit den Flaggen auf jeden Fall modifiziert. Aber 366.000. Muss man schon mal erstmal machen, Leute. Ich glaube, ich habe noch nicht 366.000 gemacht. Zumindest nicht mit einer Nevsky. Ich glaube aber sonst, mein Schaden ist auch irgendwo da die Richtung. Mein höchster Schaden, den ich jemals gemacht habe. Ich glaube, das war einer Condé. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall. Zieltreffer 469, 3 Torps. War gut. Ausfälle. Ja, also prinzipiell schöne Runde. Alles gezeigt, was das Schiff zu bieten hat. Wir haben sogar auch mal die AP gesehen, Leute. Am Ende gegen die Napoli haben wir sogar mal die AP gesehen. Ihr seht es hier selber, deswegen wird die Nevsky auch gerne immer an Clan Wars gefahren, weil es halt einfach ein bockstarkes Schiff ist, Leute. Gutes Radar. Hat alles, was man braucht. Vor allem als Cruiser braucht man ja diese Punching Power gegen DDs. Hat das Ding. Hat auch DPM. Und von daher, schönes Schiff, schöne Runde. Wir haben einen Großkaliber, vernichtenden Schlag. Logischerweise Unterstützer haben wir auch. Kuznetsov, glaube ich, hatten wir hier nicht dabei. Ansonsten hätten wir sicher nicht noch länger überlebt. Ja. Und einen Brandstifter vernichte auch noch. Was will man mehr? 2-5 Base. Schade, dass wir nicht mehr gekriegt haben. Überlegt mal, Leute, mit einem Sieg. Boah, da wären wir bei 3,57 gewesen. 3,8. 3.800 Base EP, Leute, mit einem Sieg. Wild. Ja. Na klar, wir haben U-Boot gekillt. Napoli gut. Saro Damage. Ansonsten Petro, ne, 92.000 Schaden. Krasses Ding. Kurfürst komplett abgeflammt. 164.000. Ja, schön. Skillung. Ja, Skillung würde ich prinzipiell genauso machen. Also man kann sich überlegen, ob man hier den Skill oder den Skill nimmt. Prinzipiell der hier ist noch für noch mehr erfahrene Leute, würde ich sagen. Ansonsten perfekt geskillt. Also kann ich nicht besser machen, Leute. Genau das wäre meine Skillung auch. Leben geskillt, sehr toll. Also auch nochmal herzlichen Glückwunsch oder im Allgemeinen gut gespielt dafür, weil Leben, das skillen so wenig Leute immer auf den Cruisern und das ist so ein wichtiger Skill. Inspekteur, klar für den extra Heal und so weiter. Adrenalinrausch, der Rest passt auch. Ist eine schöne Skillung auch, gefällt mir sehr gut. Und dann sehe ich hier einen Range-Mod, das ist prinzipiell auch in Ordnung. Ruderstellzeit haben wir mitgenommen. Ich würde eigentlich immer Prop-Mod empfehlen. Kann man machen, wie man möchte, wenn man mit der Ruderstellzeit, also prinzipiell ist die Nevsky ein Kiter, deswegen ist Ruderstellzeit auch gut. Kann man auch auf jeden Fall machen. So ein bisschen persönliche Präferenz, aber ich finde persönlich zum Dodgen ist immer noch mal der Prop-Mod angenehmer. Range-Mod, auch interessant, dass man mit Range-Mod gespielt wird, finde ich spannend. Ja, und hätten wir hier noch eine zusätzliche Brandflagge drauf gehabt, Leute, dann wären wir bestimmt bei 460.000 Schaden gewesen. Nicht Spaß. Da fehlt sogar noch mal eine, aber ja, eine schöne Runde. Was soll ich da anders dazu sagen? Ein kleines Fehlerchen war dabei gewesen im Drive-By, aber ey Leute, ganz ehrlich, ich sag einfach mal Dankeschön fürs Einsenden. Coole Runde. Schön, sowas mal zu sehen. Und ja, falls ihr eure Runde auch mal sehen wollt, Leute, dann sehr gerne einfach mal beim Twitch oder im Twitch vorbeikommen, ne? Und dann hier bei uns Replay-Analyse buchen und dann schaue ich mir das auch an von euch. Muss auch keine Runde sein, wo ihr jenseits der 300.000 Schaden macht. Dankeschön fürs Einsenden. Hey Leute, und wenn ihr mich live in Action sehen wollt, schaut mal bitte nach unten. Der Twitch-Link ist da unten verlinkt. Ich würde mich freuen, wenn ich euch mal live begrüßen könnte. Danke.